Also, hallo ihr Lieben, wir sind hier bei Kinky Affair und haben unseren großartigen Fotografen von der letzten Vernissage hier bei uns, der Thorsten Brandt. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hi. Thorsten Brandt hat uns unter Wasser fotografiert. Die Bilder zeigen wir euch natürlich später, wahrscheinlich dann am besten als Fotos. Ist ein bisschen einfacher. Posten wir dann einfach dazu, ne? Kann man machen. Das finde ich eine gute Idee. Und jetzt stell dich doch mal kurz vor, mein Lieber. Wer bist du, was machst du und überhaupt? Ja, mein Name ist Thorsten Brandt, bin 45 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, fotografiere. So jung bist du noch? Ja, ich bin 14 Jahre alt. Jung. Entschuldigung. Ja, das macht ja nichts. Ja, und weiter? Ja, weiter gibt's nichts. Aber du fotografierst wie lange schon? Ich fotografiere seit meinem 14. Lebensjahr, sind jetzt 31 Jahre. Ja, ich bin alter Mann, doch nicht mehr so jung. Ich wollte gerade sagen, jünger werden wir auch nicht. Ne? Nee. Wie kamst du denn zu fotografieren? Durch meinen Großvater. Also, war eine Feier, der hatte seine Kamera da liegen gehabt, die habe ich mir geschnappt und dann kam eine große Pranke von hinten, willst du knipsen oder fotografieren? Ich sage fotografieren, sag, da kommst du dann zu einem Lachen. Ach super. Und da haben wir fotografieren cool. Beigebracht. Finde ich ja total hübsch. Also finde ich wirklich gut. Und wie kamst du darauf, mich und meine arme Mitarbeiterin Nicole, das arme Ding, es wurde gequält unter Wasser. Wie kamst du drauf, uns unter Wasser zu schütten? Naja, die Mode von Kinky Affair ist was Besonderes und einfach ein Laufsteg oder irgendwo ins Studio war mir zu langweilig. Ich habe gesagt, brauchen wir auch eine besondere Location und dann nehmen wir einfach mal unter Wasser. Muss mal was Besonderes sein. Das dachte ich mir auch. War super übrigens, hat unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Ich durfte ja auch mit aufs Bild. Ne? Mhm. Es war sehr anstrengend. Das kannst du auch nicht mit jedem Foto machen, oder? Ist nicht wirklich einfach, muss man einfach sagen. Also ihr habt euch da wirklich gut angestellt, auch die Nicole. Für mich ist es nicht wirklich schwierig, weil ich halt schon sehr lange tauche und auch sehr lange fotografiere. Das ist für mich keine große Arbeit, aber für die Models, zumal wenn sie es nicht so oft machen, ist es wirklich anstrengend. Darin liegt wahrscheinlich auch so die Schwierigkeit am Unterwasserschuh. Man muss schon, glaube ich, ein ausgebildeter Taucher sein, oder? Ja, also als Fotograf zumindest. Ne? Ich tauche seit 1986, ist halt eben auch schon sehr, sehr lange. Schon was länger. Ja, auch schon sehr, sehr lange und ja, ist halt mein Medium, da fühle ich mich wohl. Ich habe da auch sehr viele Industriekunden, für die ich unter Wasser fotografieren darf. Und, hat man auch gemerkt. Also es war wirklich 1A. Rein in die Klamotten, unter Wasser, bam, Bild sitzt, raus, nächstes Outfit. War klasse. Bei dem Ausdruck der Bilder, warum hast du dich für dieses Alu-Dibond entschieden? Bilder hinter Glas finde ich mittlerweile langweilig und auch nicht mehr zeitgemäß. Goldenen Rahmen oder sonst irgendwas, also da passt auch nicht jeden Rahmen rein. Da muss irgendwas Frisches, Neues her und da hatte ich mich halt für die Variante entschieden. Ich finde, sieht cool aus, gerade auch mit dem Macken. Ja, ist für mich eine super Alternative. Passt. Ist auch super, sieht einfach klasse aus. Wie gesagt, die Bilder zeigen wir euch dann noch in dem Blog und werden sie einfach mit runter posten. Was ist denn so als nächstes geplant? Oh, viele, viele Aufträge. Der Kalender ist zum Glück sehr voll. Wir haben ja auch noch was vor, ja. Ein schönes Schloss wollen wir da mal so ein bisschen, die Mode mal ein bisschen anders auch fotografieren. Ja, wird bestimmt eine spannende Zeit. Da bin ich sicher, da bin ich sehr sicher. Jetzt kriegt der arme Thorsten erstmal Kaffee, ne? Und wir essen jetzt endlich unsere Cupcakes, weil mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und ja, auf bald. Ne? Auf bald. Ich freue mich. Stößchen.